Ja, hallo, liebe Leute, zur 58. Folge Captain of Industry. Oh je, ich sehe schon wieder 1000 Probleme. Ich sehe, dass wir keine Kohle mehr haben. Also so gar keine mehr. Was ist mit ihm? Wo will er hin? Das ist schon wieder wild. Naja. Der Kippmulder kann auch schon wieder nicht. Der will immer noch nach da hinten. Die graben hier immer noch auf, ne? Ach, das ist alles... Das ist alles grauselig. Kann ich ihm nicht sagen, er soll es hier drüben einlagern, bitte? Warte mal. Komm mal hier rüber. Na, lässt du dich wohl? Fahr mal hier rüber, dann kannst du es da vielleicht einlagern. So. Aber ohne Kohle wird es langfristig schwer. Und hier hinten haben wir das Problem, dass hier halt nichts mehr ist, weil... Also hier ist schon, aber... Das hier oben, was ihr seht, das ist alles nur Dreck und Steine. Das muss jemand anders weggraben. So lange können wir nicht warten. Das heißt, wir sollten jetzt... Wir haben aber auch kein Beton, ne? Oh Gott, wir haben überhaupt nichts, ne? Es geht alles den Bach runter irgendwie. Das ist aber gerade ganz schön wild, ne? Das Stück... Ja, ich benutze Einigkeit, dann geht es vielleicht schneller. Ja, zumindest ein bisschen. Ich sollte die LKWs wieder hier vorne arbeiten lassen. Dringend. Komm her hier. Raus. Raus, raus. Hier vorne rein, bitte. Wir brauchen Kohle. Den großen tue ich jetzt nicht rein. Solange der Weg da nicht offen ist, geht er mir nur auf den Keks. Den stecke ich hier zum Erz. So. Und dann wollten wir das Goldgedöns vergrößern. Warum haben wir nichts mehr zu essen? Das wollten wir doch auch mal gucken. Es ist so schlimm, ne? Bergbaukontrollturm hat keine verfügbaren Gebiete. Ach so. Das ist nix. Bisschen weiter drüben vielleicht. So, hier könnt ihr mal arbeiten. Das müsste ja erstmal gehen, denke ich, bis wir wieder Beton haben. Ja, wir haben Beton. Es dauert nur, ne? Also es fehlt an nichts, oder? Oh doch, es fehlt an zerkleinerter Schlacke. Eieiei. Ach so, jetzt kommen die Brecher nicht hinterher. Oh, da habe ich wieder überhaupt nicht dran gedacht, ne? Oh nein. Die brauchen ja jetzt 12. Die brauchen jetzt 36 zerkleinerte Schlacke alle 20 Sekunden und wir machen nur die Hälfte. Oh je. Oh je, oh je. Das kriege ich hier so gar nicht mehr rein, ne? Ach du Schande. Da hat ja wieder niemand dran gedacht. Oh wei. Oh wei. Gut, ich kann sie leistungssteigern. Dann arbeiten sie im 10-Sekunden-Takt, dann passt's, ne? Ja, dann machen sie sogar mehr. Dann machen wir das erstmal so. Dann investieren wir ein bisschen Einigkeit, investieren hier in die Brecher. Und dann lassen wir das erstmal so. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das anders machen soll. So, jetzt geht hier nichts mehr. Wir haben keine Forschungssachen mehr. Warum das denn nicht? Wir haben kein Glas mehr. Oh Gott. Wieso haben wir denn kein Glas mehr? Ach so, weil hier hinten auch keine Kohle ist. Es geht alles im Bach runter. Das ist ja fürchterlich. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe schon, ich sehe schon. Wo bleiben denn meine Bagger? Sind die irgendwann mal... Oh Gott, da oben. Haben die es jetzt von da hinten bis hierher gebraucht? Während wir mit unseren Brechern hantiert haben? Oh je, meine Leute. Oh, 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 oh. Wir müssen jetzt erstmal das Gedöns hier reparieren, weil jetzt steht gleich erstmal alles, ne? Jetzt steht gleich erstmal alles. So viel zum Gold vergrößern. Naja. Wir haben dafür wieder Server. Ist es ja immerhin etwas. So, hier rein. Jetzt haben wir was? 35 Teraflops. Ich vergesse es jedes Mal, ne? 4, 8, 12, 16... 16, 20, 24, 28, 32, 36. Es reicht gerade nicht. Einen brauchen wir noch mehr. So, jetzt haben wir die Sonnenkollektoren erforscht.
Können wir uns mal angucken. Ich starte erstmal noch die letzte Forschung, die wir machen können. Die Haushaltsgeräte. Weil danach brauchen wir erst das größere Forschungslabor. Das ist ein bisschen tragisch tatsächlich. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier müsste es doch jetzt eigentlich wieder laufen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Brecher das jetzt hinkriegen. Schlacke müssten wir ja genug haben. So, warum haben wir kein Glas mehr? Ich hab hier doch auch irgendwo ein Glaslager. Ja, das soll voll gehalten werden. Die bringen das Glas halt erstmal dorthin. Jemine, guckt euch das an. Wir haben hier... Ach, herrje. Ich muss das einmal verbessern. Bitte schnell. Nicht gut. Ja, wir brauchen Kohle. Aber das wird jetzt dann gleich wieder laufen. Die Bagger sind gleich da. Da stehen schon die ganzen LKWs. Bitte zügig. Weil hier hinten ist auch nichts mehr, ne? Fast nichts mehr. Ja, jetzt ist leer. Dann steht nämlich auch unsere ganze Produktion für Kupfer, für Stahl, dann steht alles, ne? Das ist eine mittlere Katastrophe. Eine mittlere Katastrophe. Bitte das mal noch schnell hinstellen. Dann können Sie hier hinten schon mal rumgraben, bis wir den Rest gemacht haben. Und ich brauche dringend Bagger. Okay, ich sehe, wir haben genug Eisenerz. Ich nehme hier erst nochmal einen raus. Und dann brauchen wir vielleicht mal noch zwei große Bagger. Oder zwei riesige. Und vielleicht auch noch so drei Kipplaster. Und die kommen da oben rein und müssen das hier weiter abgraben. Weil die Kohle wird nicht ewig halten hier. Das ist ziemlich sicher. Da müssen wir was tun. Aber jetzt kommen hier immerhin die Bagger. Jetzt geht's los. Warum steht der andere hier oben rum wie ein Ölgötze? No Job? Warum No Job? Ah! Da unten? Habe ich nicht eingezeichnet? Doch, oder? Doch, doch. Hier geht's weiter. Oder passt da nur einer rein in die Nische? Das wäre natürlich etwas... zwei. Das wäre natürlich etwas ungünstig. Wieso? Da drüben ging's doch auch mit rein. Hier sind doch auch drei runtergekommen. Das muss doch dann auf der anderen Seite auch gehen. Ja, jetzt fährt er los. Es hat ein bisschen gedauert. So, jetzt gibt's wieder Kohle. Tempo, 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 Leute. Macht die LKWs voll. Ist der gerade rückwärts diese Staumauerwand da hochgefahren? Habt ihr das gesehen? Beim Wenden? Warte, guck mal, wenn der wendet. Guck mal, wenn der wendet. Pass mal auf, ob das nochmal einer macht. Der wendet hier. Nee, der wendet so rum. Nee, der fährt erst da runter. Schade, sieht man nicht mehr. Er hätte hier rückwärts fahren müssen. Schade. Na gut, aber jetzt gibt es erstmal wieder Kohle. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Sonst geht nämlich gar nichts mehr. So, und was machen wir in der Zwischenzeit? Nach Lebensmitteln gucken. Wo ist das Problem mit Lebensmitteln? Kartoffeln, Brot sind voll. Mais, Gemüse ist ein bisschen eng. Eier gar keine mehr. Wurst ist auch knapp. Was hauptsächlich daran liegt, dass wir keine Schlachtabfälle mehr haben. Jetzt fehlt es uns sogar für Brenngas. Das ist nicht gut. Warum kriegen wir keine Schlachtabfälle hier? Hier wird immerhin Fleisch und Schlachtabfälle produziert. Aber zu langsam und zu wenig wahrscheinlich, ne? Kommt der überhaupt hinterher? Wie viel Fleisch kommt denn hier raus? Die produzieren 10 Stück alle 60 Sekunden, also 20 Stück alle 60 Sekunden und er verbraucht 10 alle 20. Das geht sich ja gar nicht aus, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, 10. Produktion 10 alle 60. Warum arbeitet er eigentlich nicht? Warum macht er eigentlich nichts? Ach so, weil die Karkassen fehlen. Ich bin blind. Okay, jetzt arbeitet er. Okay, das geht sich, aber der steht doch die meiste Zeit leer. Wobei mich das jetzt wundert, ne? Da steht doch Produktion 10 Stück alle 60 Sekunden. Und der hier benötigt 10 Stück alle 20. Das heißt, er alleine Hühnerfarm müsste schon doppelt so viel produzieren, wie er verarbeiten kann. Aber wir haben zwei Hühnerfarmen, aber im Grunde kommt viel zu wenig an. Dann stimmt wahrscheinlich diese Angabe hier unten nicht, ne? 10 alle 60.
Ach, alle 60. Ich bin... Oh Gott, Leute. Es ist... Merkt man, dass es mitten in der Nacht ist? Oh. Naja, mitten in der Nacht ist ein bisschen übertrieben, aber es ist sehr spät. Vergesst es, vergesst es. Ich habe nichts gesagt. So, wie sieht's jetzt aus hier? Haben wir noch Server? 15 immerhin. Jetzt sind uns aber die Mikrochips wieder ausgegangen. Jetzt müssen wir am Gold was tun, unbedingt. Der weiß nämlich schon gar nicht mehr, wohin mit dem Golderz, ne? Das heißt, wir werden das hier jetzt vergrößern. Und zwar einmal doppelt, ne? Ich denke, das kriegen wir hin. Das bauen wir einfach nochmal nach, wobei das hier dann nicht mehr funktioniert. Oder wir stellen einfach noch ein zweites Lager hin. Das ist ja eh schon voll. Ich mach mal ein kleineres. Was soll's? Vielleicht ein bisschen weiter rüber. So. Und dann kopieren wir mal das ganze Ding hier. Geht das irgendwie? So, das da bitte. So, ne? Ungefähr. Wir könnten es auch weiter rüber machen. Oder wird es dann zu eng? Na, das könnte gehen. So, huch, da habe ich ein paar Dinger hier mitgekriegt. So, dann kopieren wir den Kollegen. Der geht hier auch noch hin. Ja, das ist schön, das ist schön. Dann kralle ich mir mal die Säure von da oben. Das ist schon Säure hier, der untere, ja. Da ist jetzt mittlerweile auch richtig viel drin, das sieht sehr schön aus. Das werde ich mal schnell liefern lassen, dass es hier schon mal eingelagert wird. Golderz, Golderz, Golderz. Golderz. Eisenerz. Goldschrott, Golderz. Hier. Und dann kriegt der Junge hier oben, kriegt noch... Exportrouten? Hierhin? Ach so, ja. Verstehe schon. Und dahin natürlich. So, genau, hier kommt auch noch Golderz rein. Möge er das mal tun. Dann muss das hier oben dran. Das ist nämlich das Abwasser. So, und jetzt ist das mit dem Schornstein hier nicht mehr praktikabel. Glaube ich. Ich guck mal. Aber im Grunde müsste man... Wenn ich mir... Oh Gott. Ich mir das mal kralle hier. Ja, eigentlich würde ich das jetzt gerne hier daneben setzen, ne? Oh, komme ich hier überhaupt jetzt vorbei? Oh, ich kann hier eh nicht anbauen. Das habe ich wieder so gebaut, dass es gerade nicht geht, ne? Oh, Hilfe! Bitte sag mir, dass ich da genug Platz gelassen habe. Bitte sag mir, dass ich da genug Platz gelassen habe. Bitte, 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 bitte. Bitte. Hey, kannst du dich da oben anschließen? Will er nicht, ne? Jetzt hat es. Ach so, jetzt geht es mit dieser Rohrleitung hier nicht. Bitte sag mir, dass ich hier genug Platz gelassen habe, dass ich das von oben nach unten ranbauen kann. Nein! Ach, Schande! Ach, Mann! Weg damit. Oh. Nein. Nach oben sollst du bauen. Hilfe. So, jetzt aber. Danke. So, jetzt geht das. So, und jetzt müssen wir nur das mit dem Ding hier auch noch anders machen. Die Rohrleitung kann man hier auch erstmal weiterbauen, das ist schön. Dann kommt der Schornstein mal weg. Achso. Sorry, Schornstein. Sorry, Goldschmelzen. Das dauert jetzt ein bisschen, aber wir müssen hier kurz das Ding vergrößern. So, dann schnapp ich mir mal das. Stell es. Hey, was ist das denn? Weg, bitte.
Wie? Inkompatibler Anschluss am Ende. Ach so, weil die Rohrleitung in die andere Richtung geht. Produkte entfernen, Richtung ändern. So, schnell liefern. Jetzt geht das alles hier rüber zu. Ja, jetzt ist das besser. Also, zweiter Anlauf. So. Vielleicht. Nur ist hier jetzt nicht angeschlossen, ne? Das muss man, glaube ich, nochmal neu bauen. Achso, nee, brauche ich hier ja so gar nicht. Oh wei! Nochmal, das muss da hoch. Das passt. So, und jetzt machen wir das hier. Wie viel Müllabfall kommt hier raus? Im Zweifel 6 Stück. Alle 30 Sekunden. Das sind durch 3, das sind 2 Stück alle 10. 2, 4, 6, 8 alle 10. Da reicht ein kleiner Schornstein. So. Muss eins weiter rüber, ne? Jetzt hat. Und da geht doch jetzt noch ein Schornstein hin, oder nicht? Huch! Bisschen groß. Kann ich den da nicht direkt anschließen, bitte? Ärger mich doch nicht so. Hab dir doch gar nichts getan. So, jetzt von mir aus, hier, Richtung ändern, bitteschön, das da hinten schmeißen wir weg, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt baue ich nur erstmal schnell den Schornstein und diese Rohrleitung auf, damit die vorderen Goldschmelzen wieder arbeiten. Das wäre irgendwie wichtig, dass die ihren Müll wieder loskriegen. Kriegen sie? Ich hoffe. Ja, okay. Sehr schön. Dann brauchen wir. Ach so, dann geht es. Ah, wir haben eh nicht so viel Goldschrott. Den brauchen wir hier drüben nicht anschließen. Das ist unnötig. Das heißt, wir schließen das einfach so hier an. Und wir schließen das einfach. Wieso macht er denn da jetzt wieder so einen Knick? Weil ich hier jetzt den Klotz gesetzt habe, ne? Manchmal denke ich, ich sollte... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein! Macht das nicht nach, Kinder. Macht das nicht nach. Ich wollte eigentlich dieses Ding da unten entfernen. So. Eieiei. Wieso macht er denn da so einen verfluchten Knick rein? Hier geht's doch auch. Jetzt. Also, manchmal... So. So, weg damit. So, das baue ich jetzt erstmal. Was gebaut ist, ist gebaut. Da funkt mir niemand mehr dazwischen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur dieses U-förmige Förderband hier unten hier anschließen. Und hier. Dann haben wir das doch auch, oder nicht? So. 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 Oh, da ist auch schon Golderz drin. Das Zeug geht aber verdammt schnell. Und den Rest lasse ich aber per LKW aufbauen, denke ich. Und dann muss das irgendwie noch hier drüben in unser Goldlager. Das sollte aber nicht das... Oh, ich habe hier Dinger mitgenommen. Die brauchen wir vielleicht gar nicht. Ah, wir brauchen hier ein flaches. So. So. Das reicht ja so. Darüber ins Lager. Was kommt denn da raus? 3 Gold alle 30. Das ist ja nix. Da reicht ein normales Vorderband. Und dann läuft das hier, würde ich sagen. Dann gibt es mehr Gold. Und dann kaufen wir noch mehr Mikrochips. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Unser Atomreaktor läuft übrigens noch auf Vollgas, ne? Auf höchster Stufe. Volles Rohr, der ballert. In unserem Endlager. 300...
40 Atommüll haben wir schon angesammelt. Eieiei. Und das Wasser reicht üppig, ne? Also der Dinger verbraucht ja 288 Wasser alle 60 Sekunden, aber der Tank hier ist nach wie vor voll. Das heißt, wir kriegen das offensichtlich versorgt. Sehr schön. Und hier hinten sieht es mittlerweile... Oh, die Lager füllen sich, Freunde. Die Lager füllen sich. Eventuell sollte ich die beiden auch noch aufbauen. Dann ist die ganze Konstruktion eigentlich komplett. Was kosten die denn? Davon haben wir eigentlich von allem genug. Das könnten wir eigentlich machen. Weil dann füllt sich auch das Lager mit Brennstäben. Das ist ja nicht verkehrt, weil die Lager sind noch alle leer. Wir produzieren im Moment genau so viel, wie der Reaktor braucht. Damit könnten wir im Prinzip einen zweiten Atomreaktor betreiben. Aber wo soll man das Wasser hernehmen, ne? Da müssen wir einiges tun. Und die Abwasseraufbereitungsanlage, die arbeitet auch noch, ne? Die kriegt ihr Zeug los, ja. Sieht so aus. Sieht so aus. Und ich kriege ständig die Meldung, ich hätte eine geringe Lebensmittelversorgung, aber sie ist stabil auf 12 Monaten. Ich weiß gar nicht. Oh, das Kohlelager ist wieder voll und ich hoffe, es gibt jetzt auch wieder Glas, ja. Okay, hier hinten ist auch wieder voll. Gott sei Dank. Ja, hier ist der Dinger schon richtig leer geworden. Das ist schön. Ja, da hinten ballert's Glas. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Der kommt schon und holt's ab. So ist recht. So ist recht. Dann müsste doch eigentlich auch hier wieder gearbeitet werden. Ja. Jetzt haben wir wieder Glas. Jetzt können wir auch wieder forschen. Sehr schön. Puh. Und dann müssten doch die ganzen Bagger und Kipplaster fertig sein, oder? Ah, die Kipplaster kommen gerade. Aber dann werden wir mit denen da hinten bitte weitermachen. Beide Bagger. Den einen Kipplaster, den wir aktuell haben. Und dann fresst ihr euch hier bitte in diesen Berg rein, um die Kohle freizulegen. Das wäre mir ein überragendes Anliegen. Hier rein zu's. Bin ich da richtig? Oh ja, da bin ich richtig. Nicht ganz, aber fast. ja doch, das ist schon... Ja, ich mach das mal weg. Das brauchen wir. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich das Grundwasser angrabe? Sprudelt's dann? Weil hier ist ja mir Grundwasser angezeigt. Was ist, wenn ich da reingrabe? Na, ich probier's vielleicht lieber nicht. Nicht, dass wir hier einen See bauen. Und dann legt ihr hier mal bitte... Dann legt ihr mir hier mal bitte das ganze, die ganze Kohle frei. Da habt ihr ein bisschen was zu tun. Das ist aber relevant, damit wir da dann später mal rankommen, ne? Das heißt, wenn ich den Bereich hier mal angucke... Ah, vielleicht ein bisschen zu großzügig. Warte, da vorne sind wir doch schon fertig. Machen wir das mal weg. So. So. Und jetzt werden wir den Bereich neu anlegen in einer etwas größeren Größe. So. Da hätten die jetzt einiges zu tun. Da können sie sich jetzt mal auf den Weg machen. Da kommen sie. Habe ich nicht drei Bagger gebaut? Habe ich wirklich nur zwei gebaut? Scheinbar. Jetzt warten wir noch auf die Kippmulden, die helfen da. Oh, die haben schon alles weggegraben hier unten, das ist ja der Wahnsinn. Aber wir haben wieder Beton. Wir haben wieder Beton. Oh, bitte, bitte hier weiter aufbauen, da diese Mauer-Gedöns-Sache. Oh, das geht jetzt gar nicht mehr. Ach, herrje. Eieiei, eieiei. Die kommen ja gar nicht mehr dahin. Wir machen das mit, Einigkeit. Hoppla! Die kommen ja da gar nicht mehr hin. Vorher konnten die da ebenerdig reinfahren, aber das geht ja jetzt gar nicht mehr. Gebaggert der da über die Mauer weg? Die geben sich's aber richtig. Ich glaube nicht, dass die Kohle besonders lang hält. Uiuiui. Vielleicht sollten wir vorsorglich schon mal eine Kohlemine. Es gibt ja irgendwo, glaube ich. Ölbohrinsel. Uran. Kalksteinbruch. Ölbohrinsel. Das ist auch, das ist Quarz. Kalksteinbruch, da war ich schon. Hier. Kohlemine. 150 Reparatur beginnen. Das können wir ja auf jeden Fall mal machen. Unser Schiff hat ja eh nichts zu tun. Weil alle Piraten zu stark für uns sind. Wir müssen erst forschen.
Aber immerhin haben wir jetzt zumindest die Lager mit Kohle mal wieder gefüllt. Das ist gut. Und hier füllt sich auch wieder die zerkleinerte Schlacke. Das klappt hier. Das ist wunderbar. Das ist sehr schön. So, und wir haben jetzt 1800. Hier läuft's, ne? Hier läuft's. Oder auch nicht. Wieso kriegt er seinen Schlamm nicht los? Habe ich wieder irgendwo ein Stück Rohr vergessen, ne? Da ist irgendwo ein Stück Rohr nicht ver... Ah! Ja, ich habe das ja vorhin weggemacht. Weil das Förderband nicht hingepasst hat. Mein Fehler. So, jetzt kriegt er seinen Schrott hier weg. Aber er kriegt auch sein Golderz nicht weg. Ah, da fehlt, da fehlt auch ein Stück Förderband. So. Ist gut, dass man immer alles zweimal kontrolliert. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Auf geht's. So. Damit müsste die Goldproduktion jetzt vergrößert sein. Wir haben ja jetzt auch wieder, ich guck mal, wir haben 1800 Gold. Ich werde jetzt gleich mal wieder ein paar Mikrochips kaufen. Der Preis müsste auch wieder unten sein. Genau, man sieht das. Das kostet jetzt 80 Gold für 20 Mikrochips. Und wenn ich das zweimal mache, geht der Preis hoch auf 100. Aber wenn man es eine Weile nicht mehr macht, geht er wieder runter auf 80, ne? Und mit 4 Mikro, vier, mit 40 Mikrochips komme ich erstmal ganz gut hin, denke ich. Was ist hier? Oh, da ist ein Stück Rohr, was da nicht hingehört. Machen wir weg. Öl haben wir genug, also das ist nicht das Problem. Da müssen wir auch nichts mehr tun. Ich weiß gar nicht, warum es auf der Karte so viele Ölbohrinseln gibt. Also eine benutzen wir aktuell. Hier gibt es noch irgendwo, hier gibt es eine zweite. Irgendwo habe ich noch eine dritte. Hier unten. Ich weiß gar nicht, warum es so viele Ölbohrinseln gibt. Verbrauche ich so wenig? Ich glaube, ich habe an meiner Dieselproduktion seit 30 Folgen nichts verändert, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, ich mache was falsch, aber woher? Wo? Es reicht einfach, ne? Es reicht einfach. So, Brenngas ist wieder voll. Das ist gut. Schlachtabfälle haben wir keine. Aber es müsste doch jetzt hier wieder mehr laufen, ne? Ja. Hier läuft es doch auch. Ich mache hier jetzt übrigens die Hühner auch voll. Das ist ja aus Schlachtereisicht, ist es doch gut, wenn es voll ist. Einfach weil wir dann mehr Karkassen produzieren und es dann potenziell auch wieder mehr Schlachtabfälle gibt. Was gut ist. So, der erste Kipplaster ist fertig. Den schicken wir auch da hoch. Zack, der geht da helfen. Die nächsten zwei gehen auch da hoch. Die Bagger kommen jetzt erst an. Dann hoffen wir, dass die Kippenmulde-Lader-Dinger überall hinkommen. Das wäre mir ein Anliegen. Das Glas haben wir wahrscheinlich verballert mittlerweile. Ja, wir sind dabei. Das sieht sehr gut aus. Ja, das Lager füllt sich zwar überhaupt nicht, weil alles direkt abgeholt wird, aber ich denke. Ja, die holen hier einiges weg, ne? Die wollen halt das Lager da hinten voll machen, gell? Ja, und da ist halt fast nichts mehr drin. Produzieren wir überhaupt noch genug Glas? Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, ne? 10 Glas alle 30 Sekunden, das ist viel. Das sind 20 alle 30 Sekunden. Dann geht es noch hier drüben rein. Das sind dann nochmal 4 alle 40. Das sind also 3 alle 30. Sind 23 alle 30 und dann geht hier noch eine Glaslinie nach da hinten. 23 alle 30 und hier haben wir nochmal, ja, zwei vielleicht. Das sind 25 alle 30 und was brauchen die Kollegen hier? Die brauchen auch nochmal 12. Das sind dann 37 Glas alle 30 Sekunden, so grob. Und der Dinger produziert 24, zu wenig, ne? Zu wenig. Wir haben zu wenig Glasproduktion. Freunde der Sonne, wir haben zu wenig Glasproduktion. Wir müssen sie vergrößern. Und dann passt hier wieder alles nicht, ne? Oh, weh. Glasschrott haben wir genug, ne? Naja, dann. Hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts. Wir stellen die direkt neben dran. Das müsste eigentlich gehen.
Aber die haben da ein größeres, wir haben da ein größeres Förderband hingemacht, ne? Wahrscheinlich, weil da so viel Glas rauskommt. So. Dann brauchen wir einen zweiten Riesenhochofen. Kann ich den nicht auch einfach daneben stellen? Kann ich. Dann ist das nur hier nicht mehr funktionsfähig. Dann brauchen wir ein neues Lager. Ich mache eins größer. Ich überlege gerade, wie ich es am sinnvollsten verbaue, aber wir müssen noch nach unten kommen. Das heißt, ich stelle es mal am liebsten hier hin. Das lasse ich jetzt einfach auch schnell liefern. So, und jetzt ist das hier ganz wichtig, dass wir das jetzt richtig machen. Schlacke. Das heißt, hier kommt auch Schlacke rein. So. Und dann würde ich hier gerne sagen, leer halten. Exportroute nach hier. Und da mal schnell drei LKWs hinzufügen. Könnt ihr das mal bitte schnell machen? Damit ich dieses Lager hier leer kriege. Das wäre super, weil ich möchte es dann nämlich abreißen. Komm schon! Da kommen sie. Ja, da ist er. Einmal einladen. Nebendran ausladen. Das kriegt ihr hin. Da ist nicht viel drin. Da ist nicht viel drin. Vor allem, weil er mit Glasschrott arbeitet aktuell. Das erzeugt überhaupt keine Schlacke. Das ist ja ziemlich gut. Ja, komm, lad ein. Kollege. Hallo? Ach komm schon, du gehörst doch hier dazu. Warum machst du es denn nicht? Ah, weil es schon ein anderer macht, oder? Nö. Ach, jetzt geht das wieder los, ne? Jetzt stellen sie... Wie, warum nicht, Leute? Komm schon. Da stehen sie zu dritt. Na, danke. Der Letzte, der kommt, macht's. Okay. Wenigstens einer, der es verstanden hat. So, dann können wir auch das da entfernen. Hier wollen wir das ganze Zeug bitte nicht haben. Beziehungsweise, ich mache das so. Dann kann er auch mit Glasschrott arbeiten. So. Dann brauchen wir noch eine Rinne. Eine Rinne. So. Ist das Ding immer noch nicht abgebaut? Heieiei. So. Und jetzt wollen wir... das so machen, bitte. So, und jetzt können wir hier auch den Schieberegler endlich auf 1080 stellen. So, und jetzt müssen wir das Gerümpel hier hinten nur noch irgendwie umbauen. Und zwar zweistufig. Das bedeutet, das muss einmal weg. Oh, dann reicht ja das da hinten auch nicht mehr, ne? Oh Gott, dann musst du das auch vergrößern, richtig? Richtig. Puh. Leute. Ach so, ich muss schnell entfernen. Ah, da wären die LKWs schon gewesen. Jetzt stehen sie da blöd rum, dummerweise. Macht bitte, dass ihr da wieder rauskommt. Bevor ich hier jetzt baue, weil sonst... Das geht hier gar nicht, ne? Das ist zu eng. Ich krieg das hier überhaupt nicht rein. Keine Chance, ne? Dass ich das hier reinkriege. Keine Chance. Ich kann das zwar höher bauen. Na? Aber du kriegst das hier... Ah doch, es geht sogar. Aber hier geht's nicht, ne? Ja, das ist genau die... Die...
Das Problem, was ich befürchtet habe, ne? Es ist immer wild, weil hier ist der Knick nach unten halt schon in der Kurve und hier nicht und deswegen passt es nicht, ne? Vielleicht kriege ich es ein Stück weiter nach hinten, aber spätestens die nächste höhere Stufe mit dem Sand geht ja wieder nicht mehr, ne? Komme ich hier vorbei? Irgendwie? So könnte man es machen. Oh Gott, ist das hässlich, Leute. Ist das hässlich? Oder was? Naja. Kann es jetzt gerade nicht ändern. Den schließe ich erstmal einfach nochmal so hier an. Jo, wunderbar. Wunderschön, sag ich mal. das Problem ist, die Dinger brauchen jetzt was? Im schlimmsten Fall 16 Sand alle 20 Sekunden. Und der Kollege macht 16 alle 20 Sekunden. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich auch einen zweiten. Das macht es natürlich nicht einfacher. Vergessen, das Beladen des Schiffes zu beginnen. Naja, wir bauen das Gerümpel mal auf. Und gucken uns an, was passiert. Erstmal arbeiten wir ja jetzt sowieso mit zerbrochenem Glas. Das ist ja nicht verkehrt. Aber wir werden auf lange Sicht, ja, was heißt auf lange Sicht? Jetzt noch einen Mischer brauchen hier hinten. Hilft ja nichts, ne? Aber das Gute ist, dass ich den hier anschließen kann und kann das andere Stück dann einfach wegmachen. Dann ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Oh, so. Auch das hier wird jetzt nicht mehr gehen. Auch hier kriegen wir genau das gleiche Problem, weil einfach, ja, wir haben das so schön gebaut hier und es ist jetzt komplett für die Katze, ne? Es ist jetzt leider komplett für die Katze. Wie machen wir das denn jetzt am hässlichsten? Vielleicht erstmal so. Dann muss das erst nochmal weg. So vielleicht. Dann müssen wir den Rest noch gucken, wie wir ihn dran kriegen. Reicht das wirklich nicht, um hier drüber zu kommen? Das ist ja fürchterlich, ne? Ja, da war's. Danke. Na. Oh Gott. Einen Schönheitspreis gewinnen wir hier nicht, aber es könnte funktionieren. Ach so, ich brauche auch noch Säure, aber die kriege ich hier. Wie viel brauchen die denn? Naja, das reicht eine kleine Rohrleitung. So. Das heißt, du kannst jetzt anfangen, hier auch Sand zu machen. Das heißt, ich kann das da wenigstens wieder entfernen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Besser. So. Jetzt gibt es doch mehr Glas hier. Oh ja.
Oh ja, wunderbar. So, hätten wir das auch. Ladevorgang für Kohlemine ist abgeschlossen. Ach so, das müssen wir auf der Karte machen. Kohlemine, Fracht ausliefern, Abfahrt. Großlastwagen kann Ziel nicht erreichen. Wo will er denn hin? Ach so. Nirgends soll er hin. Hier oben geht's rein, Kollege. Zwar beide, Abfahrt. Die machen schon wieder irgendwelche anderen Dinge. So, und die haben sich hier schon reingegraben. Das ist doch schön. Haben wir wieder Beton? Ja, wir haben wieder 1000 Beton. Da können wir doch mal wieder ein Stück machen hier, oder? Wunderbar. Oh, wir haben immer noch 500. Dann machen wir hier drüben doch auch noch ein Stück. So. Dann sieht es doch mittlerweile schon mal ganz gut aus. Dann haben wir es gleich zu. Und hier drüben ja eh. Wunderbar. Puh, okay. So viel dazu. So, was macht Gold? Wie sieht's aus mit Gold? Ja, das läuft, denke ich. Hier ist das Lager leer. Es ist sehr schade. Jetzt steht die Hälfte. Vielleicht sollten wir es hier doch anders machen. Ich weiß nur nicht wie, ne? Ich weiß nur nicht wie. Ich meine, hier oben gibt es Golderz, aber wie sage ich Ihnen jetzt? Sie sollen es... Vielleicht machen wir das mal so. Dann machen sie es da drüben zuerst rein. So, und was ist mit meinen gekauften Mikrochips passiert? Haben wir die schon alle durchgezogen hier? Sieht so aus, das sind die letzten. Das heißt, wir müssten wieder ordentlich Server haben. Oh ja. Oh ja. Eins, zwei... Oh, und vielleicht gleich noch einen dritten. Wunderbar. Wasser reicht auch noch. Das heißt, wir haben jetzt 37 Teraflops. 36 brauchten wir, ne? Das bedeutet, wir können jetzt endlich dieses Ding hier verbessern. Na Gott sei Dank. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Machen wir hier eine robotische Montagehalle draus. Und dann ist als nächstes der da dran. Und wir haben mittlerweile auch schon 307 Konstruktionsteile 4. Das ist ziemlich geil. Die werden wir nämlich dann direkt in unser neues Forschungszentrumsgedöns investieren. Weil sobald die Haushaltsgeräte erforscht sind, gibt es nichts mehr, was wir erforschen können ohne die größeren Forschungslabors. Dann können wir dieses Zeug hier getrost auch entfernen und anders bauen. Weil wir brauchen hier vorne dran im Grunde... Ja, wir brauchen alles doppelt, ne? Das ist eine Katastrophe, aber es geht nicht anders, ne? Wenn ich mal gucke, der macht 4 Laborausrüstung 3 alle 40 Sekunden. Und wenn man Laborausrüstung 4 machen will, braucht man 8 Stück alle 40. Das heißt, die beiden versorgen eine, die die großen macht, die neuen macht. Und wir brauchen aber 2. Das heißt, wir brauchen diesen ganzen Block hier, den brauchen wir eigentlich doppelt. Das ist geil, oder? Das ist richtig gut. Den kriegen wir hier zwar nebendran hin, das ist nicht das Problem. Aber vorne dran passt nichts mehr hin. Ich brauche ja dann nochmal 2 Montagehallen mehr. Oder ich mache robotische draus, dann arbeiten sie schneller, aber... Ich kann es mir nicht leisten. Ich habe zu wenig Terraflops. Leider. Das Gedöns ist ausgeliefert, ja. Die Kohlemine arbeitet. Das ist ja wunderbar. Was erzeugt die denn? 18 Kohle alle 20 Sekunden. Naja. Oh, aber dadurch, dass wir die ausgebaut haben, sind jetzt 50 Arbeiter drin. Und außerdem kostet uns eine Einigkeit. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Naja, egal. Wir schicken das Schiff nach Hause. Wir brauchen eine neue Siedlung, ne? Fast schon bald. Na gut, hier hinten gehen noch 2 Glötze hin oder so. Ich guck mal. Jetzt muss ich erstmal das neue Forschungslabor und diese komische Solarkollektor-Gedöns. Was erzeugt der eigentlich an Strom? Weiß ich nicht. Wir müssten erstmal Solarzellen erzeugen. Das ist auch nicht so einfach. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir das Ding hier hinsetzen. Hier fahren aber schon noch LKWs, ne? Jetzt pass mal auf, wenn ich hier eine geht gar nicht. Vor allem fahren hier halt noch LKWs nach hinten, weil da das Holz geholt wird. Das können wir gar nicht machen. Oh no! Das ist jetzt richtig schlecht, gell?
Das ist jetzt richtig schlecht. Ich müsste die Hühnerfarm wieder wegschmeißen. Toll, ne? Aber ich könnte eine andere Farm bauen und könnte alle Hühner, die hier drin sind, in die andere Farm stecken. Dann könnte ich sie getrost abreißen. Vielleicht sollten wir das ja doch tatsächlich tun, ne? Oder du musst all diese Sachen hier abreißen, dann kannst du hier noch Häuser dran bauen, aber du musst sie dann jedes Mal wieder neu hinbauen. Das ist doch genauso dämlich. Oder wir setzen sie halt nach da innen, wenn die Hühnerfarm weg ist. Das ist das Ding, ne? Okay, also pass mal auf. Zuerst werden wir jetzt mal diese beiden Dinger hier entfernen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja das große Fahrzeuggebäude-Dings da. Und wenn die weg sind, passt hier auf jeden Fall mal noch ein Haus hin. Und dann gucken wir mal, ob ich das Zeug nicht lieber hier hinsetze, beziehungsweise hier auf die Rückseite. Und dann können wir die Häuser nämlich vielleicht weiter hier rausbauen. Ich glaube, das ist besser. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt haben wir wieder einen LKW, der nirgends hinkommt. Wo will er denn hin? Da will er hin. Warum? Das Ding ist voll mit Gestein. Okay, wenn ihr den da nicht erreichen könnt. Ach so. Ja. Es wundert mich, dass da überhaupt noch jemand rankommt. Ach so, die kleineren LKWs können hier unten durchfahren, ne? Oh, Mann. Ich habe eine bessere Idee. Dann machen wir eine andere Lösung für unsere... für unsere großen Kippmulden-Laster. Machen wir das so. Stellen hier auch Gestein ein. Es kann ja sein, es wird immer basteliger, ne? Aber gut. So, und dann machen wir da einfach ein schnelles Förderband. Nach da hinten. Dann kann das nach da gefahren werden. Dann brauche ich das eigentlich nicht mehr. Dann könnte er das Zeug jetzt hier einladen. Jetzt müsste er eigentlich einen Platz haben. Wo ist das? Hier hinten. Ja, jetzt haben die mit ihrem Gestein. Pass mal auf. Ich füge euch mal noch den da hinzu. Dann müsstet ihr doch jetzt eine Lösung haben, oder nicht? Ich resette dich mal kurz, dass du neu nachdenkst. Und dann müsste er jetzt cute and waiting. Jetzt fährt er wieder zurück. Und er fährt ab. Ja, wunderbar. Kriegen sie ihren Gestein los. Sehr gut. Apropos Gestein, was macht eigentlich... Oha, wir sind ja fast fertig. Wir sind ja fast fertig. Da habe ich schon ewig nicht mehr geguckt, ne? Dann kriegen wir noch einen, können wir noch einen neuen Frachthafen bauen, wenn wir wollen. Verrückt. Ziemlich cool. Haben wir alles aufgeschüttet. Dann sollten wir... Die Frage ist, hier haben wir schön überall Rampen gebaut, damit wir zum Sand kommen. Die große Frage ist, wo schütten wir dann auf, ne? Also ich will ja irgendwann dieses Loch hier, wenn da keine Kohle mehr ist, will ich das hier wieder zuschütten, aber... Ihr wisst, von wie vielen 100.000 Folgen wir da reden, um das hinzukriegen. So. Wir gucken mal nach dem Glas. Das müsste jetzt aber laufen, ne? Oh ja, da sammelt sich auch Schlacke an. Das ist schön. Ja, jetzt müsste auch das Glas allmählich wieder vorangehen. Gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Dünger haben wir nach wie vor unendlich viel. Das ist überragend, ne? Hier hinten arbeiten mittlerweile 3 Stück. Und werden ihren Dünger nicht mal mehr los? Ist das euer... Ja, ich muss die Leitungen eventuell vergrößern, ne? Hier ist Dünger voll, hier ist Dünger voll. Hier ist überhaupt kein Dünger drin. Danke fürs Gespräch. Hat das überhaupt keinen Düngeranschluss?
Das hat überhaupt keinen Düngeranschluss. Doch, hier unten. Da kommt doch Dünger. Ich hab's doch gerade gesehen. Ja, ich sollte vielleicht die Rohrleitung verbessern. Für den Dünger. Zumindest die, die von da hinten kommt. So. Dass wir den mal zügig wegkriegen. So, Vollgas. Und hier geht's doch dann, haben wir doch dann extra schon mit großer Rohrleitung weitergebaut, oder? So, hier wird es immer weniger mit Dünger. Erwartbar. Aber das sind jetzt alles große Leitungen hier. Sehr schön. So, Haushaltsgeräte haben wir auch erforscht. Das heißt, ab jetzt haben wir nichts mehr zu erforschen. Das heißt, wir werden uns jetzt an diese Forschungslabore machen. Wir können sie verbessern. Wir müssen nur das hier umstrukturieren irgendwie. Aber das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich glaube, wir haben, soweit ich weiß, jetzt nichts mehr zu forschen. Hä? Ich kann hier starten? Ohne Forschungslabor 5? Ne, benötigt Forschungslabor 5 oder besser. Okay. Das heißt, alles andere haben wir, glaube ich, erforscht, ne? Wir haben nichts mehr übrig irgendwie. Nope. Sieht nicht so aus. Wir haben alles gemacht. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge am Ende. Das heißt, wir kümmern uns in der nächsten Folge um das große Forschungslabor und dann geht's in den Endspurt. Dann geht's in den Endspurt. Hier hinten ist die Raketenmontage und der Raketenstart. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Wir werden noch ein bisschen mehr für unsere Server tun. Wir werden noch ein bisschen... CO2-Wiederverwertung. Oha, da kann man Graphit herstellen. Interessant. Dann brauchen wir unsere Gasinjektionspumpen nicht mehr. Lichtbogenofen 2. Ui, der arbeitet dann mit Graphit. Mikrochip-Produktion 2, die arbeitet doppelt so schnell. Sehr schön. Ich habe Lust. Noch ein größeres Frachtdepot und dann endlich ein Schiffsmotor und bessere Schiffswaffen. Das ist auch wichtig. Dann kriegen wir die restlichen Piraten nämlich auch noch weg. Aber darum kümmern wir uns alles in den nächsten Folgen. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns dann wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao.